140. Einhundertfünfzig. Kanal. Willkommen an Bord hier. Das ist ja so geil. Also ich habe ein breites Grinsen im Gesicht. Ich denke nur noch an den Sonnabend am 15. Ja, da kommt dann der Patch raus und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und jetzt wird es auch noch interessanter, weil man weiß, so können wir es jetzt nur noch ein, zweimal spielen. Und ja, dann ist das schon irgendwie was Besonderes. Freue mich, dass auch heute wieder ein paar aus dem Bett gefallen sind. Und da habe ich schon mal, ja, Moment. So, da habe ich schon mal den Max M. hier heute gleich als erster mit am Start. Speedy selbstverständlich auch wieder mit dabei. Es funktioniert jetzt auch wieder das Stream Deck.
mit OBS. Allerdings meine ganzen Befehle funktionieren nicht. Habe ich heute Morgen noch mal probiert hinzubiegen, habe ich nicht wirklich hingekriegt und ich wollte mich jetzt hier nicht unnötig aufhalten. Gut, aber dann beim nächsten Mal und vor allem beim Patch dann wird alles hundertprozentig laufen. Ja, es kommen viele geile Sachen wirklich raus, auch Sachen, die noch nicht berichtet wurden. Ja, da also ist einiges reingekommen, aber es wird wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen holpern. Also wir müssen dann schon ein paar Wochen vor allem ohne Mod arbeiten und dann auch immer schön Meldungen schicken, wenn Fehler sind. Dann haben wir die schnell ausgemerzt. Wir sind ja die besten Spielechecker und dann läuft das auch schnell. Das wäre sehr cool. So, dann will ich mal eben weitergucken, wen wir denn hier noch haben. Morpheus, guten Morgen. Henry, der Henry hier immer wieder beteiligt. Funny ML natürlich auch mit dabei. Und dann haben wir hier wieder den Henry mit Hörnchen. Gremlin, moin. Jaggerson, ja, ausgeschlafen, haben wir. Jetzt wissen wir auch, aus welcher Ecke du kommst, ne? Oh, schön. So, wen habe ich hier noch? Wen habe ich hier noch? Da wird sich doch noch einer einfinden. Sebastian D. Achim, Oller, hier, beide mit am Start. Svelor, auch dabei. Und auch immer wieder bei meinen ganzen anderen Streams, ne? Vielen Dank. Auch hier da oben natürlich Speedy und so. Sehr, sehr cool. Paulchen Panther. Ja, gefrühstückt habe ich, Kaffee habe ich gehabt. Bei mir ist also alles tippitoppi. Hanno, moin, grüß dich. Und der grüne Germane. Landratten, du musst das mal gerade sagen. Verwesend. Sehr gut. Abwesend, verwesend. Das merke ich mir. So, Alex W. Na, wunderbar. Auch mit am Start hier. Unsere ganzen Mitglieder heute hier mit dabei. Kai Schippi. Und der versorgt uns natürlich auch mit Kaffeehörnchen. Und natürlich darf das Bierchen nicht fehlen am Frühshoppen. Benö, moin, grüß dich, schön, dass du mit dabei bist. Oh, unser Hühnerexperte Preslo ist auch mit am Start. Sehr schön, dass du jetzt wieder immer schön Zeit hast. Ja, man darf ja dabei auch hier noch futtern. Jens, jawohl, Blutlanze, ach, auch wieder sowas Nettes. Grüß dich. Ja, ich gucke sie mir alle durch. Dirk Busche hat sich hier auch wieder gemeldet. Genau, wir Simulanten. Und wer nicht fehlen darf, ist natürlich auch Sir Winnie. Der ist hier immer wieder mit dabei. Wie lange bist du eigentlich schon Mitglied? Auch jetzt schon eine ganze Weile, ne? So, weiter geht es. Wen haben wir noch Neues jetzt hier im Chat? Jetzt muss man noch mal genau gucken. The Funk, morgen. Mr. I don't know, guten Morgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sebastian, was hat er hier? Irgendwas ist immer im TV sterben. Wüt, moin, cool, auch wieder mit dabei. Ja, wir sind in Arbeit übrigens. Naja, egal. Wir werden es sehen. Du wirst es sehen. Dann Dr. D, den habe ich hier auch immer öfter dabei. Sehr schön, cool. Danke, dass du dich hier im Chat beteiligst. Und dann Cave News, moinsen. Mann, das ist ja heute ganz schön voll wieder, wa? Cool. Aber heute ist noch kein Patch. Dann habe ich noch den Olaf hier. Jawohl, moin, grüß dich. So, dann haben wir sie, ne? Okay.
Ja, also ich glaube, wir mussten abtauchen. Wir haben ja richtig gut reingehauen. Ich sag mal, das war ein echter chirurgischer Angriff. Und jetzt haben die oben Bock auf uns. Und ich habe gesagt, jetzt habe ich keinen Bock hier vorspulen. Und dann decken die uns ein mit Wasserbomben. Wir haben es am Anfang vielleicht gehört. Da habe ich mal einen kleinen Einspieler gehabt. So hört sich das da oben an. Und jetzt müssen wir uns davon schleichen. Das Blöde ist, wir sind jetzt nicht mehr auf Kurs, weil der Konvoi, der war ja eher westlich und wir sind jetzt so ein bisschen östlich, südöstlich unterwegs und müssen gleich ja wieder 270 Grad irgendwie einschlagen, weil wir sind ja nun kurz vor der Küste vor Amerika. Und dann müssen wir uns entscheiden, wo wir da dann auf die Jagd gehen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe hier jetzt noch Rotlicht an und damit wir wirklich wegkommen, sollten wir vielleicht einmal mutig den Kühlschrank abstellen. Ich hatte schon mal das Problem, dass meine Anlage nachher nicht mehr startete, aber ich riskiere das jetzt mal, damit wir wirklich leise sind. Das können wir eigentlich mit blauen Lichtern machen, dann ist alles ja automatisch abgestellt. So, jetzt ist alles aus. Jetzt müssten wir mal hören, ob die irgendwie noch in der Nähe sind. Oh ja. Yeah. Und auch vor uns. Die sind überall. Hinten ist der Konvoi, den die beschützen müssen. Das ist schon mal gut, dass wir uns von dem entfernen. Aber wir haben hier alles jetzt auch üble Klamotten. Also auf jeden Fall sehen wir noch die Küste, Porsche im Panzer. Da kannst du ganz, ganz sicher sein. Und die sehen wir heute. Heute geht's an die Küste ganz sicher. Wenn die da oben mal etwas Herz haben. Ich hab's doch auch, wenn man es vielleicht bemerkt hat. Ich in meinem Zerstörer, ich bin da ja immer sehr nachlässig. Und die U-Boote machen immer wieder doch ein paar Abschüsse, bevor ich sie erwische. Wie das wohl kommt. Aber also es fällt mir sichtlich schwer. Aber also die Atmosphäre und so, das hat schon was. Ist natürlich nicht mit einer echten Simulation wie hier zu vergleichen, aber wie geil wäre das, wenn wir den Zerstörer hier hätten anstatt das U-Boot. Ne? Also als zweite Option. Das wäre ja der Hammer. Vielleicht noch ein Schlachtschiff dabei, was uns dann, bei dem wir zur Seite stehen. Also das wäre es wirklich. Ja, wie sieht der Kurs aus? Wir haben hier die Kontakte. Und ich weiß gar nicht mehr. Weiß einer von euch noch, wo der abläuft? Wo will der hin? Das wäre noch mal ganz cool. Denn irgendwann schließen sich die Zerstörer ja wieder an. Wir haben jetzt den Kurs 125. Ja, weg von ihm und nach unten, weil ich denke mal, der will da weiter runter.
Und so entfernen wir uns und gehen trotzdem runter, weil so wird es vielleicht schon zu knapp. Das war wohl die Überlegung. Wir sind natürlich nicht besonders schnell unterwegs, aber wir sollten ja auch nicht zu hören sein. Wir passen den Kurs irgendwann auf 180 Grad an und dann hoffe ich, sind wir weg. Wir warten noch ein bisschen, die sind ja sehr dicht, bis die noch ein bisschen mehr Abstand zu uns haben und dann wage ich auch ein Vorspulen, gar kein Problem. Ja, freut mich, dass er dir gefallen hat, Desmobrenner. Ja, also diese Zerstörersimulation, die hat was. Und jetzt habe ich ja gestern das mal so ein bisschen auf locker gemacht, ne? Ganz wenig Gegner, Riesenkonvoi. Und dann kommt so ein bisschen Simulationsfeeling auf, weil man ja so eine Zeit lang auch erstmal durch die Gegend fährt und nicht nur immer in Action ist. Aber die andere Seite dann, ach, ich weiß auch nicht. Jetzt geht's ja noch ab 44, 43, 44. Da wünscht man sich dann vielleicht schon, dass man lieber auf dem Zerstörer dient. So, ich gehe hier eine Geschwindigkeitsstufe rauf. Boah, da sind sie. Da kommt was näher. Sehr gut. Kontakt bewegt sich weg. Dann würde ich sagen, Kursänderung auf 180. Kurs setzen. Halbe Fahrt voraus. Dirk, es war leider nicht okay. Da war gar nichts zu sehen. Wahrscheinlich war es zu groß. Es darf ja nie mehr als 20, 25 MB haben. Und in der E-Mail war wirklich nur das Foto. Alles andere ist gar nicht losgeschickt. Wenn du das an dieselbe E-Mail geschickt hast. Ich habe auch im Spam-Ordner geguckt, also das müsstest du irgendwie dann sonst reduzieren oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ich würde es gerne sehen. Aber die Beschädigung hält sich ja in Grenzen. Dennoch, falls der da nochmal entführt wird, sobald nochmal wieder einer über ist, ich muss jetzt erstmal sehen, wie viel wir noch losschicken müssen. Wir haben ja jetzt die schicken Behälter, wo die dann auch reinkommen. Und dann dürfen die wieder losfliegen. Und wenn dann noch einer über ist, kriegst du auf jeden Fall noch einen nach. Und dann darf der eine, der, wie heißt er? Ada, genau, ja. Der Ada, dann darf er sich den noch mal schnappen. Aber das Video würde ich sehr gerne sehen. Wenn du das noch hinkriegst. So, ja, vorsichtig nochmal wieder.
Was auch schade ist, dass natürlich das Hydrophon im Zerstörer noch nicht drin ist, weil natürlich haben die auch ihre Maschinen abgestellt und gerade dann, wenn das U-Boot sich vom Konvoi entfernt hat, etwas schneller, konnten die natürlich dennoch da was hören und haben dann da direkt die Pings hingeschickt, um das dann korrekt zu orten, weil man konnte ja nicht genau bestimmen, wirklich wo es war, aber man hat was gehört aus einer bestimmten Richtung. Ist ja nicht so wie heute bei den ganz modernen Geräten. Also das fehlt natürlich auch noch ein bisschen. Ganz rudimentär sieht man es als Instrument, ne, im Zerstörer. Aber ansonsten. Sir Winnie. Naja, im Alter dauert das alles ein bisschen länger, aber wir haben ja auch mehr Zeit. Wo ist denn unser Hodenbrecher? T-t-t-t-t-t-t. Also, irgendeiner hat uns da noch an der Backe. Ja, das ist auch eine gute Idee. Von dem Mädchenvideo gehört, Alex W. Mädchen? Was war das noch? Das waren auch die, die immer auf Toilette müssen, oder? Dass wir die immer noch hören. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Und er kommt näher. Die ganze Bande ist da. Herr Kaloy? Ja, die Titangeier, wie gesagt, sind ja für die Kollegen, die hier schon ein unglaubliches Jahr Mitglied sind. Und den anderen Geier natürlich auch, ne? Schön Edelmetall, der kommt dann schon eher. Der Edelmetall, also der erste, sieht auch eigentlich auf den ersten Blick besser aus, ne? Der glänzt schön. Titan ist ja eher stumpf, aber Titan finde ich so ein geniales Material. Und der ist ja so fein gearbeitet. Ich habe jetzt heute noch ein Foto gehabt. Da ist auch noch mal, ne, von dem Geier. So sind die Umrisse ganz genau zu erkennen.
wie fein da gearbeitet ist. Die sind ja gelasert. Und das ist schon cool. Und wer jetzt hier, ich sag mal, in der nächsten Woche kein Titan erhalten hat und ungefähr ein Jahr dabei ist, der muss sich dann nochmal bei mir melden. Aber normal, ich habe einen Absender mit drauf, dass ich auch mitkriege, wenn einer nicht angekommen ist. Ich glaube, wir haben Ruhe jetzt, oder? Jetzt haben wir uns nochmal von dem entfernt. Ja, das Boot muss das aushalten. Das sieht gut aus. Kapitän? So, wir haben hier aber noch wieder Leute, die noch aus dem Bett gefallen sind, wie ich sehe. Moment, Moment, Moment. Da habe ich noch im Chat Desmobrenner, den hatten wir eben, aber nicht den Tarax. Tarax, grüß dich, moin. Wen habe ich hier noch unten? Den 196. Der Rob Roy, ja moin, du bist ja auch mit dabei, sehr cool. Mann, was ist denn das hier? Ach ja. Das muss ich gleich nochmal checken. Wie lange bist du denn jetzt bei uns hier eigentlich? Ist ja jetzt auch schon ein Monat rum. Leute, also das ist es so geil, dass ich da mal irgendwann nicht mehr durchsteige, habe ich niemals geglaubt. Oh. Ruhe. So. Langsam mache ich mir Sorgen, weil wenn das hier jetzt ein Leck schlägt in der Tiefe, kann das verheerende Auswirkungen haben. Sehr gut. Kaloy? Gut, lass uns das Boot noch bis 9:45 Uhr in die Richtung fahren und dann gehen wir wieder ein bisschen rauf. Das muss das Boot halt aushalten, unbedingt.
will aber auch nicht dich schon wieder an der Backe haben. Auf keinen Fall. So, okay. Wir speichern einmal ab. Okay. Mann, wie lange machen wir das eigentlich schon? Ich muss mal gucken, wann mein erster Frühschoppen losging. Unglaublich, ja, unglaublich. So, okay. Dann würde ich sagen, ganz vorsichtig, kleine Fahrt voraus. Und wir bewegen uns dann schon mal hier auf die 100 Meter. 100 Meter. Dann ist das Boot wenigstens wieder safe. Da dürfte uns hier kein Ventil rausfliegen. Ja, die werden dann ja auch auf Toilette gehen, nicht im Patch. Also die Mannschaft. Dann sehen wir, wie die hier rein und raus gehen, damit das so ein bisschen sich echter alles anfühlt hier. Es gibt dann auch ja, eine andere Möglichkeit, noch so ein bisschen mit den Kollegen zu kommunizieren. Das wird auch etwas komplexer. Das war ja immer nur angedeutet. Wow, 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 was ist das denn hier schon wieder, Alex? Mein Gott. Gaszulage, ich schmeiß mich weg. Alex, Alex, du bist echt hier. Vielen, vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung hier als Mitglied und dann auch mit den Spenden. Unglaublich. Sag mal, seit letzter Woche, das heißt, du hast du das im Livestream gemacht oder ist das jetzt so gewesen? Du hattest das doch im Livestream, ne? Das habe ich doch mitbekommen. Weil gerade jetzt habe ich die Listen gehabt und da hatte ich dich wohl dann schon wieder nicht eingetragen, weil wir ja gerade welche losgeschickt haben. Und dann kriegst du ja auch noch die Urkunde. Mann, 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 es ist so geil. Auch also wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr den Kanal hier so unterstützt. Ja, also der BDU, ne, lässt mich ja auch viel mehr in Ruhe jetzt dadurch. Absolut. Habe ich hier freie Hand. Onkel Tom, guten Morgen. Ja, wir werden natürlich hier auch versuchen, Energie zu sparen. Selbstverständlich. Ich sende auch den Livestream eigentlich nicht mehr mit 60 Bilder pro Sekunde. Auch da muss man ein bisschen drauf achten, ne? Energieverbrauch. Es sind jetzt 59 Bilder pro Sekunde. Bei Millionen Menschen können wir doch dann schon fast umsonst leben wieder. So, wir hören keine Geräusche hier außerhalb. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir hier... Oder gehen wir erst, machen wir das über Wasser. Ja, das ist über Wasser gar nicht zu hören. Dann würde ich sagen, ganz vorsichtig noch weiter auftauchen. So, gehen wir mal auf 50 Meter. Tauchen auf 50 Meter! Aber die haben wir von der Backe. 90. Das sieht gut aus.
Oh, hast du da eine Cola aufgemacht? Ja, das ist aber nett. Mal was Gesundes am Morgen. Nee, dann kipp ich die bloß um. 80. Ja, der Kaloin mit seiner Glocke. Da hat auch nicht viel zu gehört, ihm das beizubringen. Denn das ist ein Gourmet. Und der hat von allen die feinste Nase. Egal, da kann ich ein einziges Trockenfutterstück, was besonders lecker ist, das kann ich hier irgendwo auf den Schrank legen, wo er nicht rankommt. Und so nach 20 Minuten sieht man ihn dann irgendwie dann nach oben nach dem Schrank gucken. Andere, die kriegen das überhaupt nicht mit. So, ich würde sagen, dann gucke ich mir das hier schon mal an. Gehen wir auf 16 Meter. Ab 20 Meter können wir hier das Periskop nutzen. Das bringt manchmal was, wenn man zum Beispiel Torpedos abfeuert, wie den Zaunkönig. Da können wir den tatsächlich so abfeuern, dass wir gar nichts an der Wasseroberfläche wirklich sehen, ne? Sondern einfach nur die Richtung dann vorgeben. Und das geht so ab 19, 20 Meter. Jetzt können wir das Periskop schon nutzen. 30. Ne? 30 ist noch zu viel. So, die müssten ja auf 180 Grad irgendwo sein. Auf Seerohrtiefe. Und ab 12 Meter können wir auch schon mal ab und zu was sehen. So, dann schauen wir mal. Jetzt können wir noch nichts wirklich sehen, aber in unmittelbarer Nähe haben wir hier nichts. Perfekt. Auf nach Amerika. Auf Seerohrtiefe gehen. Bevor wir auftauchen, möchte ich sicher gehen, dass wir wirklich hier niemand mehr haben.
Wechseln auf Dieselmotor! So, keine Kontakte. Ist das geil, ist das geil. Ich kann mich da immer wieder nicht dran satt sehen. Es ist so geil, dass es diese Simulation gibt, dass ihr die so unterstützt habt. Es sind so viele reingegangen bei Steam, haben einen Kommentar geschrieben, einen positiven, haben einen Daumen nach oben gegeben. Das hat natürlich auch der Publisher mitgekriegt, dass da wirklich ein Rückhalt ist und es ist immer weiter dran gearbeitet worden, da freue ich mich so drüber. Und das ist auch eben jedem Einzelnen zu verdanken, der sich die Simulation hier gekauft hat oder die natürlich hier bei Duftis Kanal zumindest sich anschaut und auch dadurch natürlich unterstützt. Die wird dadurch ja auch immer mehr bekannt. Und das ist wirklich geil, wo wir jetzt stehen und am 15. grandios. Ich glaube, das wird auch noch ein nationaler Feiertag. Wartet ab, die Geschichte wird zeigen. Ja, dann weinen wir. Und dann weinen wir gemeinsam in das Patch. Das kann meinetwegen am Sonnabend um 0 Uhr rauskommen. Oder, ja genau, um 23.50 Uhr. Hauptsache, das steht am Sonntag zum Livestream. Ach, natürlich. Das wird auf jeden Fall solche Sachen, die sind ja sowieso auf der Liste gewesen. Auch immer mit diesem volle Kraft voraus da, ne? Diese Kleinigkeiten auf jeden Fall. Und wenn erstmal, ich denke, dann noch ein allerletzter Patch kommt, also ein größerer noch, aber natürlich nicht mit so vielen Änderungen, sondern das werden dann wohl wieder eher so ein paar Anpassungen sein und vielleicht noch ein paar mehr Schiffe. Aber im Großen und Ganzen, die Sachen werden dann natürlich auch mit Mod möglich sein, noch genau für sich persönlich einzustellen, wie man das gerne möchte. Kurz mal eben etwas flotter. Wir haben ja genug Sprit. Wüt setze ich an die Karten, dann sparen wir ja Treibstoff. Und zwei Mann sind bei Raven mit drinne. Hat noch jemand hier? Speedy? Speedy, komm, raus aus der Koje. Sonst musst du wieder LKW fahren. Das willst du auch nicht. Also, hopp, hopp, hopp. Herr Kaloy. So, der Berner natürlich auch, klar. So, dann haben wir wieder Platz geschaffen. Den Rim habe ich übersehen. Matthias auch viel zu lange hier in der Koje. So, aber dann passt es. Wir haben es geschafft, haben einen echt guten Angriff gemacht. Ne? Also wir haben ja wirklich da den Flugzeugträger haben wir doch eingegeben und noch ein größeres Schiff haben wir doch noch erwischt. Und jetzt geht's auf. Und ich werde auch auf jeden Fall nicht gleich anfangen, die ersten Mods drauf zu schmeißen. Erstmal wollen wir das uns so angucken. Der TDC, das wird viele freuen, die damit nicht so zurechtkamen. Der wird nicht mehr nötig sein. Jetzt sind alle Berechnungen auch möglich in Vanilla.
Also dann habt ihr nicht diesen ganzen Kram, aber dieser ganze Kram ist ja nur für eine einzige Sache wichtig. Zurzeit ist es so, ihr habt ein Schiff, klickt das an und entweder eure Mannschaft identifiziert das Schiff und kriegt raus, wie schnell und ne, etc. Oder ihr macht es manuell. So, und dann schaut ihr, dass ihr ungefähr in die Richtung schaut, ne, vom Schiff und feuert ja dann den Torpedo ab. Ihr wisst aber nicht, wann der genau trifft. Und was ich damit meine, für die alten Hasen, ist das natürlich, das löschen wir mal wieder. Wir gucken gleich wirklich nach einem neuen Kurs. Aber das wäre vielleicht schon interessant für den einen oder anderen. Also nehmen wir an, eben halt, hier ist das Schiff. Und das bewegt sich jetzt auch in diese Richtung. Wir sind hier mit unserem U-Boot. Und wenn wir den Torpedo jetzt abfeuern, damit er nicht extra irgendwie noch gelenkt sein muss, beziehungsweise dann das Ruder so eingestellt sein muss, das ist wie so eine Eieruhr, das Ding, muss man sich das vorstellen. Und dann hält er eine Zeit lang das Ruder, entweder Steuerbord oder Backbord, für eine halbe Sekunde, für eine Viertelsekunde, für 3 Sekunden. Und dann fährt er die Zeit dann da so hin, damit er trifft. Ich möchte aber, dass er hier trifft, genau hier, damit der Torpedo genau gerade rausgeht. Und in dem Moment, wo das Schiff hier ist, möchte ich, dass es hier dann einschlägt, genau an diesem Punkt. Dafür haben wir hier die Angriffsscheibe, genau, die müssen wir dann auch uns dann auch mal anschauen. Aber worauf ich hinaus wollte, das war mein TDC, ne, der kann das. Und das kann jetzt auch dann das Vanilla-System. Ja, da wissen wir dann auch genau, wann der Einschlagpunkt wäre, aber es ist viel einfacher gehalten. Also auch für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, haben jetzt eigentlich nur einen Vorteil, weil wir dadurch natürlich auch eine höhere Trefferchance haben. Also das sind auch Sachen, die in dem Mod dann alle noch mit drin sein werden. Was haben wir noch? Funk. Ja, Funk. Ich lösche das mal hier wieder. Da haben wir ja jetzt schon, dass wir kommunizieren können. Und das wird, glaube ich, noch etwas besser. Aber da weiß ich gar nicht so genau Bescheid, dass wir halt dann rauskriegen, wo die Milchkühe sind. Ich glaube, da ist eine kleine Veränderung. Aber da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also was da wirklich jetzt mit dem Funk alles passiert, da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil ich bin mir sowieso bei nichts da sicher. Das Licht kann jetzt auch mal aus. Wir machen gleich wieder die Heizung an. Normales Licht. Dann dran denken. Der muss an. Nehmen wir alle raus. Und der Kreiselkompass muss an. Die Lenzpumpe muss an. Dann Kühlschrank. Heizung. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Sieht gut aus. Und jetzt müssen wir wieder 5 produzieren. Ja. Puh, okay, läuft alles. Und an alles soweit gedacht, die Pressluft fehlt noch, ne? Also brauchen wir natürlich auch noch den Dieselkompressor. Ja, Dirk, also War in the Sea ist halt nicht so wirklich rund und benötigt so ein bisschen Einarbeitung, dass man sich da wohlfühlt. Auch mit der Zeitraffer ist das so ein bisschen unglücklich. Entweder ist es viel zu langsam oder es läuft einfach sehr, sehr schnell. Kann man sich aber dran gewöhnen. Oh, wow. Also es lohnt sich, da ein bisschen dran zu bleiben. Und erstmal muss man ja einen guten Start finden. Ich schnapp mir ja immer nur ein paar, irgendwie einen Tanker, einen Transporter
oder ungefähr so das jedenfalls. Die sind dann verteidigt mit ein paar Zerstörern. Und dann habe ich noch eine Flotte, einen Flugzeugträger, der noch nicht so doll beschützt ist, aber dann habe ich immer was in der Luft, was in der Nähe von den Transportern ist. Und dann muss man ja die eine Insel erstmal so ein bisschen aufpeppen. Also insgesamt, wie gesagt, das ist nicht so wirklich, das läuft nicht rund. Aber die ganzen Aspekte mit dem, wenn man dann in der Schlacht drinne ist, dann hat man ja diese Perspektive hier. Und dann auch die Karte, dann das Detail, also die hat schon was, die Simulation. Und im Angebot hast du mit Sicherheit nichts verkehrt gemacht. Aber da muss man so ein bisschen dranbleiben. Oh Mann, ja. Wer hat das hier alles gespielt? Elite. Ich habe es nicht auf dem C64 gespielt, ich habe es auf dem Amiga gespielt. Und später auf dem PC unter DOS. Und das war ja, also Elite war ja der Hammer. Aber es gab dann noch so ein, zwei klasse Dinger. Frontier gab es da noch. Und ich glaube auch noch eine, das war auch sehr abgefahren. Da ist man auf dem Planeten gelandet und auf einmal gehen da so Tore auf. Und dann kommt man da rein, wo man gar nicht so mit gerechnet hat. Da war dann so ein Tunnelsystem. Also gab schon früher wirklich Hammerdinger. Aber wenn man jetzt die Grafik sich anguckt, dann wow. Also das würde ich ja nicht mal auf dem Handy, also nicht mal, da ist ja ein Gameboy besser. Ja, das ist schon ein Hammer, was sich da grafisch alles getan hat und mit was wir so zufrieden waren. So, ich würde jetzt wagen, mal zu gucken, wo sind wir und wo wollen wir hin. Ja, das war so herrlich. Also da waren schon, und Harpoon, ne, habe ich ja auch zum Abwinken gezockt. Und dann gab es noch Harpoon 2 und das ist ja jetzt mehr dann in Command mit drinne. Modern Naval Operation, das ist so der Nachfolger so gesehen. Teilweise kann man da sogar die Datenbänke benutzen. Ja, wo sind wir? Wo wollen wir hin? 270 Grad haben wir eingeschlagen, ist das richtig? Ja. Und wir befinden uns jetzt hier, Odometer auf 0. Und dann den Kurs eingegeben. Und wie ihr seht, wir haben es endlich geschafft. Ein langer Weg war es, aber ne, das ist jetzt unser Kurs. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir eher hier in da, bei Sydney hier, wollen wir da ein bisschen Ärger machen? Hier unten ist nichts mehr, aber wir können natürlich nach New York. Hafen von Boston. Es kommt ja alles erst im Patch. Und dann ist schön, dass man jetzt den Unterschied sieht. Denn ich habe hier das letzte Mal, als ich hier war, gar nichts gesehen. Der Wangse, der war so nett, mir was zu modden, dass wir hier wenigstens bei New York einen U-Boot-Bunker hatten. Die Schiffe, die spawnen hier so raus und man hat hier also eigentlich nicht mal einen Hafen, das vorweg. Aber die Küste zu sehen, ja, hier, das ist schon genial, das lohnt sich. Und ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, wie es dann hier abgeht. Haben wir hier dann endlich Eis? Haben wir diese Klamotten, die Eisberge? Ja, denn die waren schon im Spiel drin, da war schon Verzeichnis Eisberge, da war nur noch nichts enthalten im Game. Und deswegen denke ich, das wird wohl auch, na, das bringen die mit rein. So, okay. Ich überlege mir gleich, wenn wir ein bisschen noch Strecke gemacht haben, hier erstmal weg, ab hier wieder horchen und dann seid ihr gefragt, wo es dann genau hingeht. Ich will mal ganz kurz AFK oder am Verwesen.
Jo, 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 das stimmt. Amiga 500, da habe ich auch ordentlich gezockt. Und ein PC habe ich mir nur aus einem Grund geholt. Ich habe da im Regal eine Simulation gesehen, die hieß Microsoft Flugsimulator. Und ich dachte, wow, wie sieht das denn aus? Ich meine, so, das war ja eine ganz andere Liga. Hat irgendwie 80 Mark gekostet oder 90 Mark. Und alle anderen Sachen haben eigentlich nur 30, 40, 50 Mark gekostet früher, ja. So in diesem Genre. Und da dachte ich, also das ist natürlich, ne, gerade weil das ja nun wirklich mein Steckenpferd war. Oh, meine Katze will wieder auf den Schrank. Hopp, hopp, hopp. Und das lief, das gab es nur auf dem PC, verdammt. Ja, und da habe ich mir einen PC gekauft mit der Simulation. Und so fing das dann an. Falken, ne, und die ganzen Klamotten. Und ja, seitdem mache ich das, wie auch einige andere hier auch. Wir Oltenhorsen. Ja, das war schon cool. Haben wir noch Alarmzustand? Müdigkeit. Wir müssen mal eben gucken, Kapitän? dass wir die unnötigen Leute aus dem Dienst rausnehmen. Zu Befehl. Zu Ei, ei, ei. Befehl, Herr Loy. Jupp. So, Automatikalarm ist an. Normaler Alarm aus. Jetzt schauen wir noch nach dem Essen. Wenn wir schon mal hier sind. Auch alles gut. Ja, dann geht es jetzt weiter. Herr Gulsor, moin. Ich muss mich ausruhen. Schlappfall. Ja, moin, grüß dich. Oh, und der Patel, den habe ich ja auch übersehen, verdammt. Ja, aber wenn der Rechner rollt, ne, dann ist alles gut. Dann muss man sich ja sowieso keinen Kopf machen. Aber natürlich ist es so, dass da auch dann später immer noch mal wieder optimiert wird, ne? Auch bei U-Boot. Erstmal wird es wieder heftiger, weil ja viel mehr drin ist und dann kann man immer wieder dran rumschrauben. Das Programm so gesehen Ich muss säubern. mich ausruhen. Gut. Warum wärmst du denn noch vor, Max? Das ist doch auch gar nicht Herr Kaloy. notwendig. Mensch, du bist da immer so tough. So, und hier, also alle im Kapitän. Bett und wollen nicht raus. Alle am Kuscheln, ja? Kapitän? Herr Kaloy?
Gut. So ist besser. Oh, okay. Die Nacht bricht an. Dann würde ich sagen, da sehen wir oben sowieso nichts. Da fangen wir mal an, so ein bisschen zu horchen. Laut Karte sind wir hier locker bei 4000 Meter. So, runter mit euch. Hopp, 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 hopp. Auf Seerohrtiefe. Moin. Und wie schaut's aus? 40. Na komm, lass uns mal ran. Das hat ja keinen Sinn hier. Wechseln auf E-Motor. Bestätigt. Also die Brutzelgeräusche von der Küche ignorieren wir jetzt mal. Leo Sparta, moin. Cool, dass du auch noch reingekommen bist hier. Und Tommaso ist auch wieder da? Ich habe ihn jetzt hier nicht gesehen. Ja, tatsächlich, Mad Tom ist auch hier mit am Start. Eieieiei. Gut. Ich krieg nichts mit. Kapitän. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Dann aber mit Schnorchel. Wir sind schon so lange auf See. 20 Meter. Nicht mehr aus. So, einmal noch Luft schnappen. Kompressor noch mal anschmeißen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann rotes Licht. Auf Seerohrtiefe. Und den Dieselkompressor, den kann ich deswegen laufen lassen, weil wir jetzt den Schnorchel benutzen. Diese Routine bringt mich um.
Alles gefüllt. Jetzt können wir nämlich nebenbei ein bisschen horchen, kriegen trotzdem was mit. Wir dürfen nur nicht zu schnell fahren. Auf Seerohrtiefe. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Ja, diese läuft. Ah, da springt er extrem hin und her. Und hier bleibt auf 7 Knoten, wenn ich vorspule. Und wenn wir ihn normal laufen lassen, geht er ja teilweise auf 8 Knoten. Mal gucken, ob er das jetzt wieder macht. Na gut, dann hat er sich da eingependelt, dann reicht mir das. Sollte jetzt was in unmittelbarer Nähe sein, haben wir eine große Chance, da doch ein bisschen was zu hören. Ups. Nein. Noch eine Milchkuh versenkt. Ich glaube es nicht. 43. Pah. So, dann würde ich sagen, nochmal auftauchen, wenn das Wetter schön ist. Sieht ja so aus. Machen wir auch gleich eine Peilung. 270 Grad liegen noch an. Schauen wir mal, wie genau die Messung war. Jetzt sind wir ja schon in Gewässer, wo normal die ja nicht mehr mit uns rechnen. Perfekt. Wir sind genau auf Kurs. So. Ja, wollen wir einfach hier erstmal so geradeaus weg? Wir können auch gleich hier den Kurs ändern. Und hier so auf die Mitte zu halten. Das wären 280 Grad. Oder ich laufe erstmal hier weiter und dann schauen wir, was wir machen. 280 Grad. Ja oder nein? Das ist hier die Frage. So, dann überlegt mal kurz und damit ihr dann in der Zeit nichts verpasst, füge ich hier mal einmal eine Anzeige rein. Boom. Ich fände das ja so witzig, dass ich Werbung machen kann mit einem Livestream. Bitte verzeiht mir.
Andreas, grüß dich. Zweimal sagst du, ist der Syncing Mod drauf. Ups, 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 was mache ich hier? Da müssen wir gleich nochmal abbiegen. Das muss dann ein Fehler sein. Presto, Achtung, Achtung, Sonderdurchsage. Okay, ihr wollt maßgeblich wohl woanders hin, oder? Na, wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns das Ergebnis mal an. Okay, okay, okay. Ändern wir um. Auf 285. Geschwindigkeit ist in Ordnung. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Alright. Dann geht es jetzt hier weiter. Monema Rauch hier wieder mit am Unterstützen. Unglaublich, unglaublich. Ey, habt ihr euch hier abgesprochen? Oh Mann, 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 Mann. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier immer weiter mit dabei seid. Mann, Leo. Jo, okay. Ja, am 15. So habe ich das verstanden. Jetzt der 15., da kommt dann der Patch. Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, ne? Aber das wäre ja äußerst ungewöhnlich. Der BDU hat ja eben schon gesagt, er sieht uns ja schon alle weinen. Na, noch mal eine Woche warten. So. Mann, Mann, Leo und Monima Rauch auch wieder mit nochmal verlängert. Und die anderen hier sowieso mit dabei. Ja, also Mad Tom, ne? Wie gesagt, da geht ein richtig fettes Patch los. Wir sollten tauchen, bevor die Männer seekrank werden. Na, das hab ich gerne. Das hab ich ja gerne, ne? Dann würde ich sagen, Seerohrtiefe, reicht das? Auf Seerohrtiefe gehen. Wahrscheinlich nicht. Da ist er, der Max. Atze. JPW. Winnie. Sparta, der Göbel, der Thorsten, Sandra KP, der Blank, Mike M. Namenloser Trottel, Wüt, Henry, Tommaso, Gremlin, The Duck, John M. Rambo. Unglaublich, Alex W., der Berner, Togri, auf Seerohrtiefe. Ali Bo, der Hodenbrecher, ach ja, der Hodenbrecher ist auch mit dabei, Morpheus, Thomas Wüst, der Rauch, Speedy Pant, Raven, Betty, Monkey, Grandpa, Akorum, der Hinz, Finke,
Henry legt sich zu. Na, zu wem legt er sich denn, ne? Na, das wollen wir gar nicht sehen, genau. Das wollen wir gar nicht so genau wissen. So, ich hoffe, dass das reicht ein bisschen auf Seerohrtiefe. So, und jetzt muss das wieder passen. Wieder müssen wir ein paar aus dem Bett schmeißen. Und da geht das mit dem Raven los. Wechseln auf Dieselmotor. Jawohl. Herr Kaloy. Zu Befehl. So klappt das ganz gut. Da braucht man gar nichts groß einstellen. Ah. Der Mond scheint. Gut. Dieselkompressor ist angeschmissen. Gremlin. Mann, vielen, vielen Dank. Oh Mann, ey. Heute ist aber, ist heute noch was Besonderes? Habe ich heute Geburtstag? Nee. Naja, am 15. Da haben wir alle Geburtstag. Du bist immer nur am Arbeiten. Ja, das, also... Ich denke mal so, Mad Tom, jeder bekommt im Leben das, was er verdient. Und ich denke mal, wir wissen beide, da bist du verdammt gut weggekommen. So, wir sind auf Kurs, wie ihr wolltet. Was ist das denn hier? Wir wollen aber nicht direkt in die Landzunge, ne? Und das ist ja mal echt eine Landzunge. Erledigt. Schaden repariert. Ja, war ja nur ein kleiner. Ja, also Gremlin auch einer der ganz früh, der ganz frühen. Also die längsten, die jetzt bei mir sind, die gehen jetzt ins zweite Jahr. Hammer, Hammer, Hammer. Ist hier schon ein cooler Trupp. Übrigens, ein paar Tasten funktionieren. Ihr glaubt es nicht. Einmal funktioniert mein Flipper. Dann mein Duftis Kanal. Das habt ihr ja schon mitgekriegt. Und fast sonst nicht funktioniert der Gong noch. Aber eine Sache haut noch hin. Die wichtigsten Sachen laufen. Na gut, okay. Hier, bevor ich spule, einmal speichern und jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Das Wetter hat sich verschlechtert. Wir brauchen unbedingt jemanden, der noch am Ausguck. Und dann ganz easy going.
So, okay. Oh, ich muss noch mal eben für kleine Magier. Und dann will ich nicht dir vorgespult lassen. Ihr müsst mal eben, gleich spulen wir dafür umso mehr. Lass das mal eben so laufen, ja? Und sag Bescheid, wenn ein Gegner in der Nähe ist, bitte. Dann rufen. Laut rufen. So, ist noch jemand da? Ich hoffe. Okay. So, ich habe mich beeilt, so gut ich konnte. Dann wollen wir nochmal weiterspulen. Ist ja nichts passiert, oder? Kein. Nee, Milchkuh versenkt, ja. Gut, wir sind ja ziemlich weit ab. Hier wird es flach, ja? Das wollen wir aber nicht. Hier. Ist noch cool. Ja, und hier müssen wir dann auch wirklich gucken, wo wir hingehen. Denn dann wird das hier übelst. 90 Meter, 50 Meter, 30, 20 Meter. Da müssen wir dann die richtige Route finden. Ich mache das gern, dass ich hier dann als Beispiel mir einen Wegpunkt setze, wo ich einigermaßen Tiefe habe, hier 200 Meter fast. Und dann sehen wir schon mal, hier ist es schon mal recht cool. Hier kommen wir in einen blöden Bereich. Hier hätten wir noch 100 Meter. Hier wird es richtig tief. Und dann ist hier so eine Grenze.
wo wir dann wirklich aufpassen müssen und dann wirklich sonst einen Weg finden müssen. Hier oben gibt es mit Sicherheit auch einen. Ja, aber das ist so ein Beispiel. Halifax. Ja, okay. Aber wir haben ja erstmal hier noch einen Weg vor uns und ob wir da überhaupt dann hinfahren, sehen wir ja noch. Vorspulen können wir. Ah, und obwohl es stürmt, wir haben lange nicht mehr gehorcht. Wir machen mal auf Automatik. Tauchen auf 50 Meter. Wechseln auf 30, E-Motor. 50. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Ich sehe ihn nicht. Bin ich blind? Hier müsste der eigentlich sein. Und viel weiter können wir nicht horchen. Kapitän? Also, jetzt ist mal gut hier. Zu Befehl. Der Dienst in der Marine hat Tradition in meiner Familie. Tja. Der scheint elend weit weg zu sein. Der Dienst in der Marine hat Tradition in meiner Familie. Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Ach, der geht dann automatisch wieder dahin, wo wir waren. Wir gehen jetzt mal richtig runter nochmal.
Okay. Wir können jetzt hier Richtung 150 Grad, das ist immer von uns aus gesehen, ne? Relativ von uns. Wir können also da den Kurs einschlagen und schauen, ob wir den finden. Andere Möglichkeit wäre, einfach weiterzufahren. Das überlasse ich euch. Wir kriegen mit Sicherheit noch bessere Kontakte, aber das kann natürlich schon ein fettes Ding sein. Keine Ahnung. Also, fahren wir weiter oder drehen wir um? Sir Vinny, jawohl, schönen Sonntag. 60. Und vor allem morgen noch mal schön frei. Ist das nicht geil? Stefan R., grüß dich. Ah, wir haben natürlich schon ordentlich was geschafft, aber es geht noch, es geht noch. Wir sind auf jeden Fall nicht abgesoffen, ne, Dr. D.? So, okay. Ich würde gern mal wissen. Das wird noch besser hören. Haben wir noch irgendwo anders was? Totenstille. Kapitän? So. Wie geht's weiter? Was machen wir? Schnelle Entscheidung brauchen wir hier. Und das ist das Ergebnis. Dann behalten wir den Kurs bei. Wir müssen noch ein bisschen beidrehen hier, ne? Einen kleinen Tick. Wegen der Insel. Hier sind wir schon. Gehen wir mal auf 180 Grad. Und dann Geschwindigkeit wieder ganz normal voran. Auftauchen. Schnorchel. Und dann machen wir das wie gehabt weiter. Nicht ganz so schnell. Wir hören was noch. Auf Seerohr, Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja. Vermutlich ein Gleitzug. Das müssten wir jetzt mit dem Schnorcheln noch hinkriegen, mit dem Elektrokompressor. Dass wir den jetzt schon auffüllen.
Das Wetter ist jetzt so, dass er wieder springt. Diesel und Elektro, ne, immer wieder an- und ausgehen. Ab hier macht er das. Dann gehen wir einen Meter weniger. Jetzt hält er den. Kompressor kann wieder aus. Bestätigt. Und so können wir dann jetzt erstmal fahren. Haben trotzdem noch Kontakt. Auf Seerohrtiefe. Aber jetzt fällt mir ein, ich habe natürlich falsch gesucht. Ne? Hier sind wir. Und dann ist da der Kontakt. Ich bin noch ein Vollhonk. Tja. Okay, wie weit ist der weg? Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Auf Seerohrtiefe. Das sind mal gerade 100 Kilometer. Wollen wir da eben jetzt doch hin? Jetzt haben wir ja ein echtes Ergebnis. Wollen wir da jetzt angreifen oder lieber nicht? Das wäre jetzt hier die Frage. Soweit ist der Kontakt nicht weg, ne? Wenn wir das im Verhältnis sehen. Auf Seerohrtiefe. Und ist wohl ein größerer Kontakt. Ich gucke nochmal in der Zeit, wenn ich den gleich nochmal kriege. Auf Seerohrtiefe gehen. Ja, der verschwindet langsam aus unserem Bereich. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Aber der fährt sogar unter Umständen in unsere Richtung oder er fährt hier zumindest ab. So, ich bin gespannt, was ihr wollt. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Das ist das Ergebnis. Gut. Schneller, schneller! Sehr wohl, Herr Kaloy. Tanks anblasen! Wir haben es 16 Uhr. Die Strecke. Könnte sich so in diesem Bereich bewegen irgendwo. Erstmal möchte ich ihn direkt erstmal auf dem Schirm haben. Entfernung.
107 Kilometer. Mau, Mau. Ja, Mau, Mau. Wir sind so mit 11 dabei. Schaffen wir in einer Stunde so 20 Kilometer. Wir müssen also damit rechnen, dass wir so 5 Stunden unterwegs sind. Na, so viel mal so zu so einer Liste nutze ich ja eigentlich selten. Also gehen wir von 17 Uhr aus. Ja, 21 Uhr ist natürlich dann stockenfinster. Wir würden dann in der Nacht angreifen. Wollen wir auch nicht wirklich. Also nehmen wir hier gleich eine genaue Peilung vor und fangen den dann am frühen Morgen ab. Na, ich glaube, das ist in Ordnung. Erstmal ganz schnell ein bisschen aufholen, damit wir nochmal den genauen Kurs ermitteln können. Okay. Jetzt stimmt es auch schon nicht mehr, ne? Jetzt haben wir schon 15 Knoten. So, schauen wir mal, was wir jetzt wahrscheinlich schon geschafft haben. Hälfte der Strecke, irgendwo in diesem Bereich. Ein Drittel knapp. Jetzt eben nochmal abtauchen und kurz eben bestimmen, wo das Luder jetzt steckt. Das heißt, wir gehen auf Seerohrtiefe. Ach, machen wir gleich 30 Meter sauber weg. So, Thomas müsste jetzt nochmal was hören. Wollte gerade meckern. Ah ja. Bin mir nicht sicher, was das für ein Konvoi ist. Im Zickzack, kein gutes Zeichen. Oder wir haben eben nur nicht genau gemessen. Ihr habt nicht genau gemessen. Schauen wir uns das mal weiter an. Tanks anblasen! Wechseln auf Dieselmotor. Ich weiß nicht, wo er wirklich ist, ne? Das ist einfach für mich für die Übersicht. Und wir gehen wieder runter. Tauchen auf 50 Meter. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Auf jeden Fall will der dann wohl doch Ware bringen. Wenn da jetzt mal irgendwann mal ein echter Kurs draus wird. 40. Ich bin gespannt, ob da was von passt. So. Das Wetter ist schon wieder besser, aber es regnet noch. Tanks anblasen! 20 Meter. Wechseln auf Dieselmotor.
Position haben wir bestimmt. Gut, hier sind wir. Kurs war 90 Grad. Und der hat sich jetzt noch nicht gerührt. Wir sind wieder über Wasser, okay. Versuchen wir den mal jetzt noch anzugreifen, das ist noch so lange hell. Wir suchen uns noch mal einen genauen Punkt und machen einen direkten Abfangkurs. Und das wäre dann, wenn er da jetzt noch ist, 0 Grad. Denn dann schaffen wir das ja noch. Machen wir 10 Grad draus. Schneller, schneller! Geht schon los. Da ist der Schornsteinrauch. Ja, dann ziehen wir das jetzt noch mal eben schnell durch. Kapitän. Max, jetzt darfst du. Ah, wir haben den Filter noch drin. Ja, irgendwas ist da. Herr Kaloy. Zu Befehl. Oh, doch mehr als ich dachte. Die wollen alle rüber in den Osten anliefern. Ich habe nur in der Mitte und vorne Verteidiger gesehen.
Zu Befehl. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, normal würde ich gerne den noch weiter abfangen. Ne? Dann brauchen wir uns jetzt nicht so schnell bewegen, einfach außen rum. Aber es wird jetzt dunkel und ich möchte jetzt hier keinen Angriff im Dunkeln ausführen müssen. Das ist auf YouTube immer ein bisschen sparsam. Die Tiefe ist ja hier noch top. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Okay, die Küche ist aus. Fällt mir jetzt gerade ein. Verdammt. Alles vergammelt. Ja, also ich würde sagen, den greifen wir direkt an. Ne? Wie gesagt, normal wäre es schön, wenn wir jetzt noch ein bisschen vorziehen und uns dann eher dahin bewegen. Uns eher dahin bewegen dann mit drei Knoten und Stück für Stück uns da rantasten. Jetzt müssen wir schon ziemlich schnell agieren. Und das macht natürlich Krach. Noch nutzen wir hier die Oberfläche. Jetzt sind wir noch richtig schnell unterwegs. Ich habe ja hier die volle Lotte drin, oder? Kompressor. Schau gleich nochmal nach. Ja, 17 Knoten. Kompressor vollkommen richtig. Verdammt. Das wäre es ja gewesen. Mit 17 Knoten sind wir richtig gut. Ja, aber da freue ich mich natürlich auch drauf, wenn wir dann irgendwann mal in Zukunft ein U-Boot haben, was unter Wasser schneller ist als über Wasser. Ein echtes Unterseeboot. Und ab 43 waren die ja nun schon viel unterwegs. Wir haben so gesehen jetzt hier noch den Vorgänger, eher ein Boot, was auch tauchen kann.
Jetzt geht's runter. Wechseln auf E-Motor! Auf Seerohrtiefe. Ich mache jetzt einfach mal grob eine Messung. Ich habe die Hoffnung, dass die letzten Daten da dann drin sind. Er ist zu weit weg, dass ich ihn jetzt hier bestimmen kann. Dann die Eingabe nicht. So, hier würde ich speichern und dann vorspulen. Torpedos sind vorgewärmt. Genau, genau. Aber die haben wir ab 43 schon gehabt. Und das war dann ein echtes U-Boot und das hatte natürlich dann doch schon ganz andere Daten. So, wir gucken mal, was passiert, ja? So, sind wir hier, haben wir uns schon ganz gut rangepirscht. Machen wir eine kleine Kurskorrektur. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jetzt sind wir schon richtig nah dran. Herr Kaloy.
ist schon dunkel geworden, aber schneller konnten wir da nun echt nicht hin. Kann das sein, dass der Filter dann überall drin ist, wenn ich den reinmache? Kommt mir so vor, als wenn hier ein Filter drüber wäre. Gleich können wir über Wasser angreifen. Boah, jetzt wird es aber auch hier noch nebelig, oder? Ich kann hier kaum noch Wasser erkennen. Außer ein Zerstörer, der neben uns steht. Ah, das ist doch alles zu dunkel hier. Den habe ich gefunden. Und es lohnt ja meist nicht, die Zerstörer zu vernichten, weil es sind zu viele. Dann sind dann da irgendwie 4 Zerstörer und dann sind wir auch schon wieder leer gepumpt. Das ging natürlich jetzt in die Hose. Kapitän. Voll dunkel, keiner kann mehr was sehen hier. Und einzige in Abschussreichweite ist ein Zerstörer. Aber wir gucken mal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Hey, was ist hier los? Herr Kaloy. Wer schläft hier? Herr Kaloy. Kapitän. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Kapitän? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Dann auch was, ich kann nichts mehr erkennen. Ich sehe hier wirklich nichts mehr. Verdammt.
Wollen wir den Zerstörer einen mit dem Zaunkönig geben? Dann hätten wir wenigstens Licht, wenn der eine Zeit lang brennt. Was meint ihr? Normal, also können wir den ja nur weiter verfolgen, aber das wäre jetzt zu nervig und zu lange. Aber wir könnten, weil den können wir nicht einfach hier so laufen lassen. Das wäre mir zu gefährlich. Wenn wir jetzt hier angreifen, dann müsste der als erstes weg. Ja, aber wollen wir den wirklich angreifen jetzt hier? Das war jetzt ein wenig glorreich, was ich hier gemacht habe. Aber der ist erledigt, wenn wir da jetzt draufhalten. Schneller, schneller! Ist halt die Frage. Und dann würde ich sehen, dass ich hier versuche, welche wegzuhauen. Normalerweise, was interessant wäre, von der Mechanik jetzt zu überprüfen und später nochmal zu vergleichen. Normal kann ich in der Nacht auch über Wasser sehr gut angreifen, aber ich habe das Gefühl, die sehen einen so früh, kann natürlich aber auch an dem Radar liegen, dass das da nicht mehr geht. Aber gut, was wollt ihr denn jetzt? Soll ich den angreifen oder nicht? Ich hätte es mir denken können hier. Rohr 4, bewässern! Rohr 4, fertig! Gott sei Dank greifen die U-Boote nicht bei dem Zerstörerprogramm an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Na, jetzt erwarte ich eigentlich einen Impact.
Feindliches Schiff wurde getroffen. Schwere Schäden am Rumpf. Haben wir Licht? So hell brennt er auch nicht, ne? Also als Fackel kann man die auch kaum nutzen. Also ich würde das jetzt mal wagen wollen. Über Wasser. Es ist so schlechte Sicht. Also wenn die mich dann sehen, dann haben die auf jeden Fall ein Radar. Dann sind wir schlauer. Ich will noch eben sicher gehen, dass der auch absäuft, bevor ich den abspeichere. Fällt mir gerade ein. Und dann ist der auf einmal, steht er da wieder. Das bringen die ja auch. Aber nee, der ist weg vom Fenster. So, wir tauchen auf. Alex W., Oberkommando. Oberkommando wieder hier dabei. Mann, Mann, Mann. Vielen, vielen Dank. Haben wir Rotlicht an? Ja. Jawohl. Aha, die feuern schon. Auf Seerohrtiefe gehen. Und das auch noch ein Frachtschiff. Nee, das ist der Zerstörer, der auf 8:30 hängt. Ich glaub's ja nicht. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloy? Sag mal, der feuert noch auf mich. Versuche mal irgendwas zu erkennen hier. Also, ihr seht genauso wenig wie ich, das könnt ihr mir glauben. Aber so ist das in der Nacht. So ist das halt in der Nacht. Also das nervt ja ab, dass der jetzt hier noch auf uns feuert. Wie ist das denn möglich hier? Glaub es nicht. Na gut, aber der war in dem Winkel hier, ne? Da hängt der Hintern komplett drinne. Und dann konnte er hier von hier wunderbar feuern. Und irgendeiner kommt hier auf uns zu. Irgendeiner kommt hier auf uns zu. Ei, das ist hier in der Nacht, ist das hier alles, du kannst ja vergessen, ne? Oh ja, danke. Der Zerstörer, der eiert da immer noch rum. Aber langsam kommen wir in Sicht. Mich macht das nervös hier, das.
Mann, echt, stirb endlich. Langsam kommen wir da rein. Hier wäre schon mal ein größeres Ziel. Und hatten wir nicht eben hier auch noch ein? Nee. Gut. Dann wäre der hier der nächste. Na? Ist so dunkel und der sieht mich, ey. Glaubt das alles nicht. Ah ja, Suchscheinwerfer. Nichts mehr zu identifizieren hier. Eieieiei, da habe ich mich an eine Badrouille gebracht hier. Jetzt kriegen wir gleich heftig einen auf den Kopf. Der ist noch zu weit weg, aber der ist unser Kandidat für den nächsten Abschuss. Schneller, schneller! Zu Befehl. Das wird auch noch ein Problem bei U-Boot, wenn die dann die fiesen Waffen an Bord haben, die Zerstörer. Okay, die haben mich. Rohr 1, bewässern! Rohr 1, bewässert! Wir müssen den magnetischen Zünder nehmen, weil wir einen sehr ungünstigen Aufschlag haben.
Geschwindigkeit dürfte jetzt ziemlich hoch sein, 11 Knoten. Jetzt kommen wir auch sicher ran. So, jetzt ein bisschen Ruhe bewahren. Die können uns jetzt gar nicht unterscheiden mit unserem Dieselmotor. Schön nah ran einfach und dann knipsen wir den nächsten weg. Martin, ja, habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon hier Originalzeit gemacht, aber nicht auslaufen, sondern auch im Stream geht das. Und zwar, wenn man Echtzeit macht, ab Feinkontakt. Na, geht auch natürlich dann eigentlich alles zu lange, aber es macht wahnsinnig Spaß. Man kriegt ein richtiges Gefühl dafür. Da hast du völlig recht. Und also das macht echt Spaß. Aber das Auslaufen und so aus dem Hafen natürlich in Echtzeit und dann eben überbrücken, bis der erste Gegner kommt und dann einfach dranbleiben. Ist das Leuchten hier von dem brennenden Zerstörer noch? Hier bringt es nichts, mit dem TDC zu arbeiten, weil einmal sie fahren Schlangenlinien und dann so von uns weg. Also da bringt es eher was schön nah ran und ihn dann direkt einverpulen. Der Zerstörer, der sucht. Aber das ist jetzt nicht nur Nacht, es ist auch noch irgendwie, ne, Nacht und Nebel. Und bei uns ist das hier eine Nacht- und Nebel-Aktion. Okay, der Knopf funktioniert auch. Ach ja, ja, ja. Das kriegen wir schon hin. So, wir sind dicht dran. Zerstörer bleibt cool. Jetzt müssen wir die Nerven behalten und schön nah ran, wirklich.
mach nur deine Faxen. Das rettet dich nicht. Das rettet dich nicht. Wir sind ganz nah dran, ganz nah dran. Verdammt, der Scheinwerfer. Der hat den Torpedoabschuss gehört. Irgendwas hat mich entdeckt. Feindliches Schiff wurde getroffen. Ah, sehr gut. Feuer an Deck. Wow. Schwere Schäden am Rumpf. Sehr gut, sehr gut. Leise, leise, leise. Oh, den hat's aber richtig gerissen. So, nächstes Ziel, nächstes Ziel. Wir haben nicht mehr so viel Zeit hier. Die Zerstörer haben uns gleich mit Sicherheit. Hier haben wir den nächsten Kandidaten, glaube ich. Der ist am nächsten dran. Obwohl, der ist auch gut, da müsste ich den Kurs ändern. Oh, der hat noch nicht viel Wasser geschluckt. Den müssen wir da einen hinterhergeben. Kommen wir gar nicht drum rum. Nicht, dass der nachher nicht untergeht, das wäre zu ärgerlich. Okay, dieses Bild, ach, das ist nicht gut. Wir horchen mal rein, was die so hören. Ich finde das ja so cool. Pass mal auf. Ja, wie sieht das denn da bei denen aus? Ja, okay. Gut, aber der hat uns ja voll auf dem Schirm, ne? Aber sowas von. Und der ist so dicht, dass wir fast schon erledigt sind. Ich würde jetzt gerne noch ein Manöver ausprobieren. Und zwar... Kapitän? Brauche ich dafür alle Mann... Hier. Volle Lotte. Ruder. Hart. Backbord. Legen Sie den Kurs an. Jawohl, Herr Kaloy. Torpedorohr klar machen. Rohr 5, bewässern. Oh. Feindlicher Geleitzerstörer auf. Leuchtkugeln. Bewässert. 5 Uhr. Voll unfair.
80 Grad. 80 Grad sind zu erreichen. Stopp. Hier. Jetzt bin ich fast. Ich bin fast Kurs genau hinter mir. Ei, ei, Herr Kaloy. Feindliches Schiff wurde getroffen. Feindlicher Geleitzerstörer auf. Los! Und ab. 6 Uhr. Ah, ich habe keinen magnetischen genommen. Okay, der ist sowieso vorbei. Eieiei, okay, dann müssen wir jetzt doch abtauchen. Kurs setzen. Jawohl. 150 Meter. Wechseln auf E-Motor. Feindlicher Geleitzer. Ärgerlich, ärgerlich. 7 Uhr. Herr Kaloy. 20 Meter. Zerstörer auf 8 Uhr. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Feindlicher Geleitzerstörer auf 8 Uhr 70. Feindlicher Geleitzerstörer auf 8 Uhr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. So. 90. Ist ja gleich auf 9 Uhr. Legen Sie den Kurs an. So wollen Jawohl. Wir ihn haben. Feindlicher Geleitzerstörer auf 8 Uhr. 100. Wasserbomben. Wasserbomben. Schneller, schneller. 110. Feindlicher Geleitzerstörer auf 7 Uhr. Gut, dass wir den einen noch erwischt haben. Wasserbomben. Feindlicher Geleitzerstörer auf 7 Uhr. Er hört nichts. 130. Mit den Wasserbomben, da haben wir erstmal Ruhe. Die richtige Zeit für 140. Käsepizza. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. 6 Uhr ist gar nicht gut. Thermalschicht, das ist gut. Tiefe halten. 150 Meter. Wasserbomben. 150. Vielleicht hat er, ist er ja ein Dufti oben im Zerstörer, dann droht uns keine Gefahr.
Wasserbomben. Wir scheinen top da wegzukommen. Und der schmeißt sehr weit oben, ne? Da haben wir den Täuschkörper geschmissen. Und jetzt hier einfach nur weg. So, wen haben wir denn hier noch? Der Maxi ist noch mit dazugekommen. Moin. Naja, Dirk, die Nachrichten sind deswegen wichtig, weil wenn er dir sagt, der ist auf 9 Uhr als Beispiel, dann ist er einfach sehr, sehr nah. Sonst würden sie es nicht sagen. Und ob das jetzt wirklich 50 Meter sind oder 100 Meter oder 150 Meter, das kann wirklich und zu der Zeit schon gar nicht am Periskop irgendjemand wirklich sagen. Da wird immer nur geschätzt. Aber wenn ich weiß, der ist auf 6 Uhr, auf 7 Uhr, auf 5 Uhr oder oben 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr, dann ist Gefahr im Verzug. Weil wenn er dann über dich rüberfährt, dann musst du ja diese Linie durchqueren und dann kriegst du eher die Wasserbomben ab. Ne? Also das ist eben dann eine ganz wichtige Meldung. Einmal, er ist sehr dicht dran und schmeißt gleich, das wissen wir. Aber hier unser U-Boot und das fährt jetzt in diese Richtung, nach oben, nach Norden, kommt jetzt ein Zerstörer und er schmeißt hier die Bomben und fährt hier oben 11, 12 Uhr, 1 Uhr über dich rüber. Dann fährst du durch den ganzen Hagel durch. Deswegen probiere ich immer die Meldung, dass wenn ich mit dem U-Boot fahre, dass der dann irgendwie auf 3 Uhr, ne, 4 Uhr oder 9 Uhr, 8 Uhr, weil das bedeutet, er fährt rüber und ich muss nur einmal durch diesen kleinen Schlauch. Eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen versuche ich immer, darauf eben dann auch zu achten. Da ist die Meldung hier wirklich Gold wert. Wasserbomben. Wasserbomben. Wasserbomben, Wasserbomben. 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 Aber die haben ordentlich welche dabei, ne? Das ist schon mal sicher. Uhr. Das glaube ich doch nicht. Ich habe jetzt so mit 11:30 gerechnet. Also irgendwie, oder verquatsche ich mich hier andauernd? Gut, wir müssen wieder zum Ende finden. So langsam, aber sicher. Torpedos werden vorbereitet. Ei, ei, Herr Kaloy. Ich gebe mal je einen dazu. Und wie sieht das aus mit unseren Torpedos? Wie viel haben wir überhaupt noch so jetzt mit am Start? Deckgeschütz ist proppevoll noch. Da haben wir genug. Hinten dürfte gar keiner mehr drin sein. Doch, einer noch nachgeladen. Oh, wir hören Zerstörer. Wasserbomben. Wasserbomben. Oh, und alles noch voll. Wunderbar. Dass der da direkt über mich rüberfährt, das ist nicht so gut.
Wer ist hier denn schon am Ende? Nein, nein, nein. Ich bin hier noch lange nicht am Ende. Die kriegen uns nicht klein. Aber wir wollen ja auf jeden Fall nochmal richtig irgendwie auch die Küste sehen. Zumindest die Landzunge. Das müssen wir ja irgendwie noch mitkriegen. Eine Fahrt haben wir ja noch. Und wir sind ja jetzt schon in den Gewässern. Na, wir sind ja jetzt hier schon richtig am Nerven. Denn wenn man sich mal anguckt, ne, hier ist das Kriegsgeschehen und dann sind wir jetzt hier am Nerven. Aber es ist natürlich genial, wenn man hier, obwohl das ist eine fiese Ecke, man muss hier ein bisschen gucken, wo es tief ist, dass wir hier noch auch uns zeigen einfach, ne, dass wir hier was angreifen. Aber das war jetzt ja hier eigentlich ein Top-Angriff, wenn das jetzt Tag gewesen wäre. Na, dann hätten wir hätten den umgehen müssen. Das wäre gut gewesen. Und dann Tontauben schießen. Einer nach dem anderen fährt an uns vorbei. Aber ich denke, so in der Nacht mal eben da rangeschlichen. Zwei haben wir ja, glaube ich, erledigt. Ne? Und einen Zerstörer angeknackst. Ich weiß nicht, wie weit der das noch überlebt. Wir werden jetzt die Geier raushauen und beim nächsten Mal kurz eben eine Umfrage, dann wer alles einen bekommen hat, vor allem die, die jetzt eben schon so lange dabei sind, mein Titangeier, ne, das Abzeichen der Abzeichen überhaupt. Und dann muss ich nochmal jetzt die Neuzugänge da nochmal genau nachschauen. Aber das ist eben, ne, ich wollte jetzt auch viele, viele Videos machen. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich ein paar mehr jetzt gemacht habe. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich noch einige Case gekriegt habe. Und ja, da will ich mal schauen, ob das eine oder andere Spiel dabei ist, was vielleicht auch euch gefallen könnte. Also was ich schon mal witzig finde, ich habe hier dieses Tierhotel, ja, wo man Katzen und Hunde dann in einem Hotel unterbringt. Also wir sind dann die Hotelbesitzer und die geben die dann bei uns ab, die Tiere. Und das kann man so zocken am PC, normal am Monitor, wie auch in VR. Ich muss es in VR dann zumindest auch mal testen, ob das was taugt. Aber ist natürlich auch ganz witzig. Und wenn ich dann schon so einen Schlüssel kriege für Steam, dann ja, dann würde ich natürlich auch gerne da mal sowas zeigen. Sparen wir auch noch die Kohle. Und deswegen also nicht wundern, ne, da kommen vielleicht noch mal so ein paar Sachen hinterher morgen. Heute schaffe ich wohl nichts mehr, aber morgen ist ja noch mal Feiertag und dann kann ich ja noch mal zuschlagen. Ja, Matt, Tom, das ist so. Das wird spannend. Der Patch am 15. wird der absolute Hammer. Absoluter Hammer. Und auch wenn wir uns da vielleicht die ersten zwei, drei Wochen ein bisschen vorsichtig sein müssen, ich weiß nicht, wie stabil dann diese Mega-Version sein wird, aber wow, wow, wow. Ich muss dann wohl durchmachen. Und dann machen wir vielleicht dann mal ein Frühshoppen bis zum Abendshoppen. Mal gucken. Ich kann es kaum abwarten. Auch Papageien, Dirk. Genau, genau. Ja, zum echten Piraten. Ne? Ja, ich würde hier unten fast bleiben wollen, aber irgendwie auch nicht. Es ist so öde, hier unten immer anzufangen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und da würde ich gerne noch mal sehen, ob wir hier vielleicht noch aus dieser Nummer so rauskommen. Ich speichere mal ab. Muss für die doch auch ein Schock gewesen sein. Mitten in der Nacht, auf einmal, bam, bam, Zerstörer wird angeschlagen. Auch sehr unangenehm als Zerstörer, wo man eigentlich ja kein Ziel ist. Und denke mal, da haben wir schon Stress gemacht. Wasserbomben. Wasserbomben.
Ja, cool. Und es ist Nacht, wir können so jetzt auftauchen, das ist wurscht. Tauchen auf 50 Meter! »140, 120, 100, 80, 60, Rohr 5 geladen.« Ich riskiere das jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt einfach mal so. Vielleicht gibt es da noch was zum Lachen zum Schluss. 50. Oh, da sind schon die Explosionen zu sehen. Nee. Auftauchen. Anblasen. 30. Auf Seerohrtiefe. Ja, mitten in der Nacht und einfach weg. Volle Lotte. Schneller, schneller! Nein! Die haben echt ein Radar dabei. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Schneller, schneller! Das ist jetzt eindeutig, ne? Wie können die mich denn hier noch sehen? Da kommt eine Kugel. Boom. Jetzt sehe ich auch, wo er ist. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Einer feuert nur auf uns. Alle, die nicht unbedingt an Deck sein müssen, bitte unter Deck. Da kommt wieder eine Leuchtkugel. Oh. Hab ich so auch noch nicht gehabt. Das ist das Coole, wenn man einfach mal solche Sachen durchzieht. Dann kann man natürlich auch hier Sachen sehen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Das ist natürlich hier, der sucht jetzt die Gegend ab. Ich glaube, das war's. Der kriegt uns nicht mehr. Feuert der noch? Oder nicht mehr? Da, die Erschütterung, eindeutig, der feuert. Wird getroffen. Oder nah dran. Die haben mir alles erleuchtet irgendwie. Ich bin hier die ganze Zeit im Licht. Wir haben den Kurs 333. Überall Einschläge. Es
Scotty, hol alles aus der Maschine raus. Aber nichtsdestotrotz, Zerstörer sind schneller, ne? Also die sind echt hartnäckig. Ab 43 ist ja hier kein Entkommen mehr. Nicht mal über Wasser. Im Stockdunkeln. Da hat einer gefeuert. Hier ist wohl auch einer. Bin wohl mehr oder weniger sogar im Kreuzfeuer. Da müssen wir wirklich wegkommen jetzt hier. Nein! Schiffen festgestellt. Vermutlich 30. Ein Geleitzug. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Die brauchen jetzt eine ganze Weile bis zu dem Punkt. Und ich hoffe, jetzt orientieren die sich an den Ködern. War wohl doch ein bisschen früh. Wer lässt denn hier mal den Sicherungskasten auf? Schnell noch ein bisschen was abpumpen, gleich geht sowieso nicht mehr. Dann schafft die Pumpe nichts mehr. So, wie sieht's aus? Na, sind wir auf Kurs? Sehr gut. Ja, kleiner Fehlversuch meinerseits,
Also weiter Richtung Küste, aber lieber unter Wasser. Ich hoffe, wir kriegen gleich wieder die Temperaturschicht. Die 130. war hier in der Gegend. Bei 140 Meter. Und dann hätten wir noch mal ein bisschen Schutz. JPW. Keine Chance. Sonne im Rücken. Ja. Wir haben immer eine Chance als deutsches U-Boot. Das ist hier alles Kruppstahl. Unverwüstlich. Oh, das sieht aber nicht mehr so gut aus 150. Hier. Wenn ich mir das hier anschaue. Oder ist das hier die, die Raucherecke? Uiuiuiuiuiui. Ja, Temperaturschicht war nicht. Leider. Da, jetzt kommt sie. Aber dann müssen wir noch ein bisschen weiter runter. Ja, dann kann ich den hier nur so wieder... Was ist los, Alex? Hä? Reiß dich mal zusammen jetzt. Du bist ein Mann. Ja? Gut. Mann. So, Jungs. Ihr könnt euch hinhauen. Bis nächsten Sonntag. Aber zwischendurch natürlich nicht vergessen, auch meine anderen Videos zu schauen. Und wie gesagt, es gibt ein paar Spiele, die kommen jetzt erst raus. Und da werde ich wohl auch noch ein bisschen was zeigen morgen. Vielleicht sogar live. Mal gucken. Ah ja. Oben haben sie alles kaputt gekriegt. Ich denke gerade, ich müsste doch Schäden haben. Aber alles oben kaputt. Das können wir erst reparieren, wenn wir aufgetaucht sind. Dann bleibt mir gewogen, ja? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank auch gerade heute für die Wahnsinnsunterstützung, die mir hier wieder zuteil geworden ist. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal. Na, also ich glaube, da haben wir hier dann auch die Bude voll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Simulieren. Ja, schön aufpassen, dass euch nichts passiert. So, was machen wir jetzt? Ein bisschen Karten spielen? Ja, ist zu spannend gerade. Ist keiner bereit, Karten zu zocken. Wir sind ja im Kampf.
diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche.